Hey, guten Morgen. Hi. Moin. Und was steht heute noch an? Ich muss eine Kundenkarte noch anlegen, die 24-7-Niederlassung. Yeah. Was machst du noch? Ich treffe mich nachher noch mit Leon, der ist ja Fachberater, was Lichtplanung etc. angeht, weil wir dann einen Lichtplan erstellen für einen Kunden. Und bei dir? Ja, ich habe nachher noch ein Kundengespräch in Sachen Kooperation. Ich muss los. Wir sehen uns auf der Kundenveranstaltung. Ah, bis später. Tschüss. Später. Bis dann, ciao. Okay, wollen wir auch los? Alles klar. Hallo Sascha, schön, dass du anrufst. Wie kann ich dir helfen? Wir haben da letztens über das Projekt gesprochen mit dem Mehrfamilienhaus. Da bräuchte ich mal gerade deine Unterstützung. Hättest du da irgendwann Zeit? Mein nächster Termin ist erst in einer Stunde. Ich könnte gerne vorher vorbeischauen. Ja, cool. Ja, da freue ich mich. Bis gleich. Wir haben da das Mehrfamilienhaus geplant, wo wir das komplett mit KNX ausstatten wollen. Da bräuchte ich jetzt mal deine Hilfe. Was für Produkte wir da jetzt am besten einbauen? Da kann ich dir die Produkte des Lieferanten, die ich dir auf der Fachmesse vorgestellt habe, empfehlen. Ah ja, ich erinnere mich. Den fand ich auch mega gut. Was mir gerade einfällt, unser Auszubildender Max, den würde ich gerne da auf einen KNX-Lehrgang schicken. Ihr habt doch da bestimmt im Fachseminar... Ja klar, da habe ich sogar was dabei. Ah, ich hole gerade noch den Janis, den Ausbilder von ihm dazu, ja? Hallo Janis, das ist der KNX-Grundkurs mit Zertifizierung. Ja, noch ein, der zertifiziert wäre. Ja. Dann würde ich das alles fertig machen, wenn du das okay dann. Alles klar, danke dir. Habt ihr da noch weitere Sachen im Portfolio, was uns weiterhelfen könnte? Ja, wir haben einen Clip über die Dienstleistungsservice von Uni Elektro zusammengestellt. Klasse, ist ja ein tolles Leistungsspektrum. Das freut mich sehr und nochmal herzlichen Glückwunsch für den Auftrag. Ja, danke. Bis dann. Uni Elektro, Manuel Kessler, hallo. Ach, Johannes, wie kann ich dir weiterhelfen? Hi Manuel, ich stehe hier auf der Baustelle von meinem Kunden und brauche dringend die letzte Lieferung von dem Auftrag. Können wir die abrufen? Ja klar, das kann ich gerne machen. Unser Logistikteam macht jetzt alles für dich fertig und du kannst dich auf uns verlassen. Super, vielen Dank, Manuel. Sehr gerne. Uni Elektro, Alexander Eber, ich grüße Sie, Herr Hans. Die Kollegin aus dem Innendienst hat mir erzählt, dass Sie Hilfe benötigen. Ja, ich brauche tatsächlich Ihre Hilfe und zwar bei der Einrichtung der Handwerkersoftware. Kein Problem, wir helfen gerne weiter. Es macht am meisten Sinn, wenn wir einen Vororttermin ausmachen, um gemeinsam dann Ihre Anforderungen und Software zu besprechen. Gerne komme ich bei Ihnen vorbei. Wann passt es Ihnen denn? Das hört sich gut an. Passt es Ihnen am Dienstag nächster Woche?
Ja, gerne. Kann ich sonst noch etwas vorab für Sie tun? Ich habe gehört, dass die Uni Elektro im Bereich E-Business ihr Portfolio erweitert hat. Können Sie mir dazu mehr Informationen geben? Da haben Sie mit mir genau den richtigen Ansprechpartner gefunden. Gerne zeige ich Ihnen Einblicke in unsere Dienstleistung. Das sind tolle Funktionen, die auch für meine Firma relevant sind. Ah, super, das freut mich, dass es Ihnen so gefallen hat. Gerne können wir einige Details dann nächste Woche bei Ihnen nochmal besprechen. Vielen Dank für Ihre schnelle Hilfe. Bis dann. Wie lief dein Kooperationsgespräch? Ja, wunderbar. Gut. Der Kunde hat den Vertrag schon unterschrieben. Perfekt. Und wie lief es mit der 24/7? Sehr gut. Der Kunde kriegt jetzt seine Karte und kann dann bereits am Wochenende auf die Ware zugreifen. Und die Lichtplanung steht? Ja, steht soweit. Leon hat sich gleich mit dem Kunden in Verbindung gesetzt und dann hat gerade noch ein anderer Kunde angerufen. Dem habe ich mit einem E-Commerce-Fachberater zusammengebracht. Dem wird also jetzt auch geholfen. Ja, wunderbar. So soll es ja auch sein. Na dann, lass uns losgehen, oder? So soll's sein.